So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 5. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einen Blick werfen auf den DAX bzw. auf das, was uns gestern der S&P präsentiert hat. Mit Glanz und Gloria gescheitert an der 4.350er Marke, wie ihr es gesehen haben werdet. Abgabedruck, der sich dort unter die 4.300er Marke auch fortsetzte. Heute früh im DAX, folgedessen eine erneute Attacke auf die 15.000er Region. Schon gestern Abend erfolgt. Haupttreiber würde ich jetzt mal so im ersten Moment sagen, sicherlich dieser ja, Totalausfall bei Facebook an dieser Stelle. Da werden wir gleich drauf eingehen, auch auf den Einzeltitel natürlich, auf die Aktie wollen wir gleich einen Blick werfen. Da gibt es durchaus die eine oder andere Möglichkeit, da jetzt eine vielleicht tradingtechnisch interessanten Rückschluss zu ziehen. Wir sind nämlich rein technisch auf ein sehr, sehr interessantes Level aufgelaufen. Und ja, dann Big Tech unter Druck. Big Tech hat ein marktkapitalisierungstechnisch natürlich ziemliches Gewicht, dann im breiten US Aktienmarkt und folglich richtig, hat sich mit diesem Gegenwind dann eben entsprechend ein Bruch höher im S&P als sehr, sehr schwierig dargestellt. Bild hat sich tatsächlich infolgedessen jetzt nicht groß geändert, denn wir können uns auch im DAX derzeit zumindest noch oberhalb von 15.000 Punkten halten. Und ja, also demnach haben sich eigentlich die Vorzeichen nur unwesentlich verändert, auch die technisch relevanten Level haben sich unwesentlich zunächst einmal verändert. Wir werden natürlich einen Blick drauf werfen in diesem Zusammenhang und ja, vielleicht auch die jüngste bullische Action eben in beispielsweise Edelmetallen in dem Fall, also in Gold anschauen. Gestern Gold mit deutlichem Abprall gegen, also anziehen gegen die 1750er Region. Ja, das wäre soweit einleitend tatsächlich gewesen. Wir starten hier ganz offiziell mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Es handelt sich um komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden. Und ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich eben zunächst einmal diesem bewusst und dann auch stelle sich die Frage, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Eine Demo könnt ihr euch kostenlos runterladen auf markets.com/.de. Link stelle ich gleich in die Chatbox ein, um euch dort entsprechend vertraut zu machen. Risikohinweis in vollständiger Form auch an der Stelle eben auf der Webseite markets.com/.de. Alle weiteren Informationen auch zur weiteren Produktpalette, darüber hinausgehend eben physische Aktien bzw. ETFs, die dort handelbar eben tatsächlich sind. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, gerne eine Mail an mich, gerne übers Forum mich kontaktieren, gerne über Twitter mich kontaktieren. An dieser Stelle Forum bei mir, Webseite jk-trading.com/forum. Da findet ihr entsprechend die Möglichkeit, in der Trading-Chatbox für den Tag eure Gedanken auch zu teilen. Natürlich Discord-Community ist auch noch dort, dann speziell mit Fokus eben auf die US-Märkte. Und ja, soweit also zur Einleitung. Ich mache ja ein bisschen Ordnung im Hintergrund bei mir und dann teile ich einmal hier in der Chatbox, zack, den Link zum Demo. Zur Markets X Handelsplattform. Wir werfen, wie gesagt, zunächst den Blick auf den DAX, dann auf den S&P. Wir sehen hier 4.300 Punkte und diese Region handeln wir aktuell. Also das heißt, wir können uns aktuell so ein bisschen stabilisieren nach den gestrigen Abschlägen. Dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Einzeltitel entsprechend, beziehungsweise auch vielleicht einen Blick auf dann Tech, natürlich in dem Bereich, den Nasdaq. Wie gesagt, wir beginnen zunächst einmal hier mit dem DAX. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox, ob das alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal gut aus. Hier läuft auch alles rein und ja, das sieht gut aus. Einen Moment, mir fällt gerade auf, vielleicht sollte ich hier noch das Backend kurz aufmachen. So, dann habe ich auch noch einen Überblick darüber, wie die Stream-Qualität ist. So, und also hier nunmehr der Blick, wie gesagt, auf den DAX. Entsprechend eben, einen Augenblick. Wir müssen ganz kurz switchen, weil hier interessanterweise wieder das kleine Problem mit der Kurshistorie gab. Gestern war alles gut übrigens, habt ihr vielleicht gesehen, was auch immer da jetzt schiefgelaufen ist über Nacht. Allerdings rein auf das Demokonto bezogen. Hier im Realen können wir den verschiedenen Kursverlauf sehen. Also, das ist übrigens auch ganz cool. Habt ihr jetzt vielleicht gerade gesehen, ich habe die nicht separat vorbereitet, die Charts, sondern es ist so, dass ihr aus dem Demo euch die Charts vorbereitet. Und wenn ihr euch dann entscheiden solltet, in den Live-Modus zu switchen, nehmt ihr im Grunde genommen euer Chart-Layout gleich mit. Mit einem Klick seid ihr vom Demo im Live-Modus eben tatsächlich unterwegs. Das ist ein ziemlich cooles Feature, ehrlich gesprochen. Und also diese Abwehrsequenz hier, wir können sie erkennen, ist weiterhin ganz klar gegeben. Die ist bis jetzt nicht gebrochen worden. Wir haben hier gestern früh einen Versuch gesehen, eben die 15.300er Marke zurückzuerobern. Ich hatte gesagt, das ist eigentlich eine starke Reaktion, auch nachdem wir dann den kurzen Flush auf der Unterseite gesehen haben. Den haben wir ja ganz kurz, 1. Oktober
Das war so, ja, das ist schon im frühen Handel passiert. Es war eigentlich das V, welches sich hier herauskristallisiert hatte nach Freitag tatsächlich, wo wir diesen Test gesehen haben, der 15.300er Marke. Also aus der Perspektive charttechnisch nicht unbedingt so relevant. Schwache Vorgaben aus Asien, aber die 15 konnte halt gehalten werden. Eine relativ starke Reaktion gegen diesen Bereich. Die hatten wir hier im Morning Meeting zum Thema gemacht und dann hatte ich eigentlich eher ein bullisches Bild eben tatsächlich skizziert. Und wir konnten uns auch verhältnismäßig stabil eigentlich präsentieren. Also schaut hier, wir haben im Bereich um 15.150 Punkten haben wir uns halten können, also sehr substanziell oberhalb eigentlich der 15.000er Marke. Und dann kam eben ab 15.30 Uhr eben entsprechend dieser Abgabedruck hier auf. Wir sind in den Bereich gelaufen, es kam kein substanzieller Break tiefer unter das 15.000er Level. Nichtsdestotrotz starkes Abstoßen, das sieht eben anders aus. Und das ist natürlich jetzt etwas, da werden die Bären natürlich dahingehend argumentieren, dass sie sagen, naja, wir haben eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, einen Abwärtsmodus. Wir sehen reaktionstechnisch am Freitag Attacke auf die 15.000er Marke, relativ starke Gegenbewegung, verhältnismäßig solider Wochenschluss. Gestern Bounce, Versuch eben diese Hochs eventuell nochmal anzulaufen, was aber dem Rückhalt oder dem Rückenwind seitens der US-Märkte eben bedarf. Wir prallen nach oben ab, aber wir rollen erneut über. Jetzt erneute Attacke auf diese Region um die 15.030er Region ungefähr. Erneuter Bounce, aber jetzt mittlerweile schon 50 Punkte tiefer, als wir gestern hier die Tiefs so ausgebildet haben. Und dieses kontinuierliche, weniger starke Abprallen gegen den 15.000er Bereich, das resultiert dann in einem sogenannten fallenden Dreieck. Also das ist die Überlegung, die dahinter steckt. Wenn ich das zum Thema mache, das sind Strukturen, die Sinn machen müssen. Also das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, sag mal Jens, was hältst du denn von der und der Chartformation beispielsweise, dann mag ich es, wenn die einleuchtend und einen Moment einfach nachvollziehbar ist. Also das heißt, wenn die Sinn macht an dieser Stelle. Und das, was ich gerade hier beschrieben habe, im Hinblick beispielsweise jetzt auf diese fallende Dreieckstruktur, das macht einfach Sinn. Also hier sehen wir einfach fortwährend durch die immer geringer, stärkere oder weniger starken Abpraller gegen die 15.000er Region, wir sehen an der Stelle einfach, dass offensichtlich weniger Nachfrage in den Markt kommt. Wenn die Nachfrage gleich oder höher wäre, dann wäre sie in der Lage, die vorherigen Hochs eben entsprechend hier rauszunehmen. Dann sehen wir auch übrigens, wann diese Formation kaputt ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier erneut diesen Bereich um 15 anlaufen, aber halten können, dann aber diese Dreieckstruktur hier entsprechend auf der Oberseite auflösen, neue Tageshochs markieren würden und auch diesen Bereich gestern hier ganz besonders vielleicht um 1,50, 1,70 Pi mal Daumen rausnehmen würden, dann wäre dieses Dreieck in Anführungsstrichen kaputt. Also es wäre tatsächlich schon kaputt, wenn wir jetzt hier neue Tageshochs markieren würden, dann würde ich auch nicht wirklich short sein wollen. Das hat auch damit zu tun, weil wir uns dann deutlich oberhalb des EMA 50 wiederum stabilisieren könnten. Das ist hier diese gleitende Durchschnittslinie, die ich reingelegt habe. Aber nichtsdestotrotz trotz einfach, wenn ihr euch die Frage stellt in Bezug auf eine Chartformation, was steckt dahinter, dann macht das durchaus Sinn, sich eben ausgehend von Angebot und Nachfrage eben diese Frage zu stellen bzw. diese Frage zu beantworten. Und wenn das Sinn macht, dann hat man in diesem Zusammenhang vor allem möglichst einfach, also ein einfaches Konzept, was dahinter steckt, dann hat man da einfach eine sehr, sehr solide Herangehensweise. Das heißt nicht, dass andere Chartformationen nicht funktionieren, aber für mich jedenfalls, über die Jahre habe ich das von sehr, sehr komplex auf sehr, sehr, sehr einfach begonnen runterzubrechen und festgestellt, dass das immer noch am allerbesten von allem funktioniert. Das gleiche Prinzip übrigens, ich kann das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. Mach mal ganz kurz Paint auf. Einen Moment. Und dann skizziere ich das mal ganz grob hier Pi mal Daumen. Für, ich sag mal, die markttechnisch orientierten Trader, wenn man jetzt hier eine Aufwärtsstruktur eben tatsächlich hat, dann würde man jetzt sagen, hier ist offensichtlich der Trend gebrochen. Das ist das letzte relative Tief dieser Bereich hier. Und wenn der gebrochen ist, ist diese Aufwärtsstruktur eben gebrochen. So, das ist markttechnisch nachvollziehbar. Einfach, intuitiv, sofort klar. Was man hier auch sehen könnte, wäre zum Beispiel eine Schulterkopf-Schulterformation. Ein S, ein K, noch ein S. Und wir haben dann hier, ich nehme jetzt mal diese Linie hier, wir haben dann hier entsprechend offensichtlich einen Bruch der Nackenlinie, der möglicherweise einen Trendbruch ankündigt. Der würde dann in diesem Fall erfolgen, allerspätestens just in jenem Moment, wo wir das letzte relative Tief rausnehmen. Das Vorteilhafte an so einer SKS-Formation, so wie ich sie jetzt hier eingezeichnet habe, ist natürlich ein reines theoretisches Beispiel, aber der Vorteil ist natürlich, dass du hier
eventuell mit kleinem Risiko, Stop oberhalb dieses, dieser rechten Schulter, eventuell frühzeitig schon einen Trade auf den Weg bringst, den du dann nochmal aufbauen könntest, sobald ein Trendbruch eben erfolgt ist. Und dadurch würdest du das CRV des Trades eben entsprechend verbessern, beziehungsweise würdest dann eben eventuell um diesen hier aufgebauten Kern im übertragenen Sinne beginnen, herum zu traden. Also das heißt zum Beispiel in solch einen Anlaufen dieser ehemaligen Support-Region oder beziehungsweise des relativen Tiefs, eines Haltens, wie man es da relativ häufig sehen kann, weil das einfach ein substanzieller Bereich ist, besonders wenn wir aus einer übergeordneten Zeitebene kommen, dann wirst du hier eventuell Teilgewinn mit mal auf den Weg bringen, auf den Bounce warten, potenziell vielleicht auch den Retest der Nackenlinie abwarten, Re-Add auf den Weg bringen und dann erneut eben in ein sich beschleunigendes Abwärtsmomentum, eventuell mit Unterschreiten dieses relativen Tiefs eben und der sich dadurch ergebenden, weil es ein signifikanter Bereich ist, entsprechend eben dieses dort erhöht zu erwartende Volumen einfach nochmal einen Teilgewinn mit reingeben, würdest aber immer eine Kernposition eben halten, um die du im übertragenen Sinne herum handeln würdest. Auch hier in dem Fall, wie gesagt, das ist nicht nur eine Chartformation, die eben aus markttechnischer Perspektive Sinn macht und die Trendstruktur bricht, also eine Trendumkehrformation ist, die Sinn macht, sondern ergänzend dazu ist es eben auch eine, die dir die Möglichkeit gibt, mit dem entsprechenden markttechnischen Verständnis ergänzend dazu eben ein Trade-Management schon vorzuformulieren. Einen ganz konkreten Gameplan, anhand dem du dich dann eben entsprechend in deinem Trade entsprechend orientierst. Das habe ich jetzt hier übrigens mal zum Thema gemacht, weil ich in der Discord-Community vor kurzem eine Frage bekommen habe zum Thema markttechnischer Handel und dergleichen. Also es ist nicht so, dass ich rein markttechnisch agierend eben tatsächlich arbeite, aber ich bin mir natürlich der markttechnischen Gegebenheit bewusst jederzeit. Bewegen wir uns im Wirkungs- und Ursachebereich und ausgehend von diesen Informationen, die ich dann aus research-technischer Perspektive nutze, lasse ich die natürlich mit in mein Trading einfließen. Also das heißt, ich trade nicht basierend pur auf Markttechnik, aber ich ziehe es in meinen Entscheidungsprozess eben mit ein, um ausgehend hiervon eben ein Management des Trades eben vorzuformulieren, beziehungsweise meinen Gameplan eben zu strukturieren. So, also zurück zu dem Beispiel jetzt hier an dieser Stelle, fallendes Dreieck eben, wie gesagt, das ist eigentlich eine abwärts gerichtete Formation, die bärischer Natur ist. Wir sehen das auch in einem abwärts gerichteten Trend, der sich hier herauskristallisiert hat, jetzt im Laufe der letzten Handelswoche, anderthalb Handelswochen. Und Key Schlüssellevel ist eben das runde 15.000er Level. Sobald ein Bruch erfolgen würde, wäre weiterer Abgabedruck denkbar. Ich würde sagen, 200, 250 Punkte Potenzial hätten wir zunächst einmal. Das wären dann ungefähr hier jene Gefilde, vielleicht auch ein Stück weit tiefer aus dem Mai ungefähr die Tiefs, die wir anlaufen können. Das ist die Region um 14.850, 14.900 Punkte. Ich würde vielleicht sagen, gibt es so einen kleinen Flashout-Moment, deswegen komme ich nicht auf 100, 150 Punkte, sondern auf 200, 250 Punkte und würde sagen 14.8, 14.750. Das wäre auf der Unterseite ein Level, sollte die 15.000er Region brechen. Sollte sie brechen. Andernfalls besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier in dieser Perspektive eben vielleicht jetzt eine erneute Verteidigung der 15.000er Region zu sehen bekämen, was ehrlich gesprochen nochmal ein Stück weit stärker sogar wäre, als das, was ich gestern hier schon thematisiert hatte, infolge dieser Gegenbewegung gegen diesen Bereich. Weil wir nämlich jetzt erstmal sehen, dass zunächst einmal die Nachfrage gegen diesen Bereich rauszugehen scheint, also sprich, oder nicht so stark gegeben zu sein scheint, infolgedessen wir eben niedrigere Hochs ausbilden. Und sollten wir jetzt durch welchen Impulsgeber, Trigger auch immer, oder welchen Optimismus, der plötzlich in den Markt kommt, sollten wir infolgedessen eben hier einen Bruch höher und jetzt ein Auflösen dieser eigentlich bärischen Struktur auf der Oberseite zu sehen bekommen, dann wäre das eventuell nochmal ein zusätzlich bullischer Treiber, der sich eben hier finden könnte. Da kommen auch einige Faktoren zusammen. Ich habe gestern zum Beispiel interessanterweise, ich gehe mal ganz kurz hier auf Twitter. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, dass der Newsfeed hier von ihm das einfangen sollte. Gestern hat zum Beispiel, ich war echt irritiert, ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe. Aber Bloomberg Commodity, Democratic White House. Gestern hat Joe Biden, der US-Präsident, was ganz Interessantes gesagt. Ja, also interessant, verstörend möchte ich mal fast schon sagen. Also verstörend ist vielleicht ein falsches Wort, aber haben wir das hier nicht? Das ist ja ärgerlich. Okay, Social Buy, Days Ahead, Employment. Hier, das war gestern ein Kommentar, gestern, also eine Pressekonferenz gegeben. Und da steht: Biden says in the days ahead, also in den folgenden Tagen, people may see their retirement account values sink and interest rates go up.
Also, ich weiß nicht, wenn Donald Trump das sagen würde, gesagt hätte, dann würde ich sagen, ja, der hat ja auch die ganze Zeit irgendwie seinen Ticker gefühlt auf seinem Smartphone, was mitläuft, neben seiner kontinuierlich geöffneten Twitter-App in irgendeiner Form. Aber Joe Biden habe ich jetzt nie wirklich in Bezug auf die Märkte als eine Meinung vertreten oder dergleichen oder diesbezüglich etwas kommunizierend wahrgenommen. Also kurz zur Übersetzung. Biden says, also in den folgenden Tagen sollen sich die Bevölkerung sollte sich darauf einstellen, dass sie ihre Altersvorsorgekonten, dass diese im Wert fallen dürften und Zinsen eben steigen dürften. Vielleicht war das einfach nur ein Spruch, den er gemacht hat, weil das hat er mal irgendwo gehört und ich war allerdings irritiert. Wie gesagt, also ich habe das gelesen, also hier jetzt dann in dem Fall auf Twitter und dachte mir, das ist ein interessantes Statement. Also besonders auch im Gesamtkontext. Also man will das jetzt nicht überbewerten, ich würde es auch nicht überbewerten, aber nochmal, es ist halt, ich denke, es ist dennoch erwähnenswert. Also, dass ich es erwähne, zeigt, dass es mich auf jeden Fall bewegt hat, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir ja noch vor rund einem Monat plötzlich hier diverse Fed-Offizielle gesehen haben, die sich infolge ihrer Marktaktivitäten von Positionen getrennt haben und dann sogar entsprechend eben retired sind. Also das heißt, aus ihrem Amt ausgeschieden sind als Fed-Offizielle. Stimmberechtigte Mitglieder innerhalb der Fed. Und das ist interessanterweise ziemlich genau im Bereich der Tops gewesen. Also das war am 10. September, als diese News über den Ticker lief. Es ist jetzt ein Insider-Trading-Skandal infolgedessen fast schon gefühlt erwachsen. Also nicht, dass wir überrascht werden. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht überrascht, dass bei der Fed dort der eine oder andere eventuell einfach mal nur mit Dollarzeichen in den Augen durch die Gegend läuft und entsprechend eben vielleicht auch seine Handelsaktivitäten eben frönen möchte in irgendeiner Form, was auch immer. Ob es nur monetäre Gründe hat, vielleicht hat es auch, weiß ich nicht, irgendwelche Ego-Gründe oder sonst dergleichen. Vielleicht haben die einfach nur Spaß daran zu traden. Ist das allerdings jetzt mal unabhängig davon, ob sie Spaß daran haben oder nicht, natürlich ein sehr, sehr schwieriges Signal, was dort eben an die breite Bevölkerung geschickt wird. Das ist noch schwieriger, wenn man vor einer so wegweisenden Notenbankentscheidung dann auf einmal sich entscheidet, sich von seinen Positionen eben in seinem Portfolio zu trennen. Es ist noch schlechter, wenn du dann siehst, dass das wirklich das kurzfristige Top eben im Markt war. Und jetzt kommt sogar die Biden-Administration um die Ecke in Form mit Personen Joe Bidens, die dann eben darauf hindeuten, dass da eventuell zeitnah sich Entwicklungen abzeichnen könnten, welcher Art auch immer. Also jetzt in dem Zusammenhang, vielleicht hat er das gesagt im Kontext mit der sogenannten Debt Ceiling, also das heißt die Schuldenobergrenze. Da gibt es ja wieder ein ziemliches Hickhack jetzt zwischen dem US-Kongress und dem Senat eben an dieser Stelle, dass man sich dort nicht einigen kann, eben diese Schuldenobergrenze nach oben anzupassen, dass ein Zahlungsausfall der USA droht. Das ist allerdings nichts Neues. Also wer das ein bisschen mal über die letzten Jahre beobachtet hat, der weiß ganz genau, da gibt es einfach verschiedene Interessensfelder an dieser Stelle und jeder versucht da jetzt eben für seine Stimme im Hinblick auf das Anheben dieser Debt Ceiling entsprechend eben sich seinen Vorteil irgendwie zu sichern. So, und infolgedessen kommt es immer zu einem Verzögern und dergleichen. Man will da Druck aufbauen, um eben das zu bekommen, was man will, was auch immer es geartet sein mag. Und das ist eben durchaus etwas, was den Markt vielleicht belasten könnte. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gesehen, man hat sich dann früher oder später noch einigen können. Immer geeinigt und das wird sich auch dieses Mal nicht anders darstellen. Also dreimal auf Holz geklopft. Ja, vielleicht werden wir auch jetzt hier Zeugen eines absoluten Super-GAUs, aber nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, man wird sich an dieser Stelle hier entsprechend einigen können. Und das, was eben hier in diesem Zusammenhang interessant ist, dass dann jetzt Herr Biden eben diesen Ball irgendwie gefühlt dennoch dann aufgreift. An dieser Stelle, vielleicht ist es auch in Bezug jetzt auf die Interest Rates, also auf die Zinsen, ein Verweis darauf, dass die Inflationssorgen weiter anziehen und ihm ist bewusst, dass das eben anziehende Zinsen nach sich zieht, die dann zeitgleich in diesem stark gehebelten Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, einfach schlichtweg dazu beitragen, dass das auch eine Korrekturbewegung im Aktienmarkt eben in irgendeiner Form begünstigen könnte. Also es mutet irgendwie komisch an, das will ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es gestern gelesen und dachte mir, also nochmal, von Donald Trump, da wäre ich nicht überrascht gewesen, hätte ich drüber gelesen, da würde ich es hier noch nicht mal erwähnen, aber dass Joe Biden an der Stelle eben sich in diese Richtung hier äußert, das war schon ein bisschen irritierend, ehrlich gesprochen. Gut, ich will aber nochmal, ich will es nicht überbewerten. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben jetzt zunächst einmal wieder die Bullen in der Pflicht. Die müssen die 15.000er-Marke halten. Andernfalls droht ein Flashout von nochmal 200, 250 Punkten auf der Downside, die uns in Richtung der Region um 14.750 bis 14.800 Punkte meiner Einschätzung nach treiben könnten. Zünglein an der Waage in dieser Konstellation wird mit Sicherheit hier der S&P bleiben, der sich hoffentlich jetzt gleich hier öffnet. Guck mal ganz kurz in die Chatbox. Hallo?
Magst du vielleicht den Chart aufmachen? Nee. Okay, einen Augenblick, dann mache ich es mal ganz kurz nochmal zu und dann mache ich es nochmal auf. Okay, das ist jetzt ja spannend. Hat noch jemand gerade Schwierigkeiten, sich einzuloggen? Einen Augenblick. Ich gucke mal ganz kurz hier parallel. Ich hier Schwierigkeiten habe, ob das eine Browser-related Geschichte ist. Aha, okay. Ist das nervig. Also es hat was mit dem Browser zu tun, offensichtlich. Ich habe nämlich hier keine Schwierigkeiten. Einen Moment. So. Also hier funktioniert alles. So, dann schauen wir einmal hier auf den S&P. Also, da können wir es erkennen. Wir hatten gestern diesen Bereich hier zum Thema gemacht. Das ist diese violettfarbene Linie an dieser Stelle. Das war die 4350er Region. Die konnte offensichtlich nicht erobert werden. Also wir sehen relativ zügig zur Eröffnung. Das war auch ein klares Widerstandsniveau, gegen welches einfach der Markt dann relativ heftig abgeprallt ist. Es war relativ unspektakulär eigentlich der Handel. Also man hat weder hier gesehen, dass der europäische Handel auf der Unterseite eben massiv mitperformt hat, also oder infolge der schwachen Vorgaben aus Asien, Querstrich aus Europa, eben entsprechend hier stärkere Abgaben darauf entwickelt hat. Aber genauso wenig hat man auch nicht diesen Bounce auf der Oberseite eben vollzogen. Und ja, dann gab es eben Abgabedruck, wie gesagt, primär getragen, meiner Einschätzung nach, durch eben die schwachen Vorgaben seitens Big Techs. Übrigens, Nvidia ist unter $200 gefallen. Darauf werfen wir gleich auch einen Blick. Das ist längerfristig ein sehr, sehr brisantes, eine sehr, sehr brisante Geschichte. Ich muss ehrlich gestehen, aus der Perspektive würde ich gerne sehen, dass wir weiter unter Druck bleiben, dass die kurzfristig anziehenden Zinsen auch weiter in den Tech-Bereich unter Druck halten. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass wir dann eine verhältnismäßig gute Chance bekommen, in Niveaus zu laufen um 150, $160 Pi mal Daumen, die längerfristig für Engagements durchaus viel versprechen und chancenrisikoverhältnistechnisch interessant sind. Aber darauf gleich nochmal einen Blick. Also wir sehen auf jeden Fall hier den Flushdown, können uns dann in den Abend hinein konsolidieren, allerdings nicht wirklich deutlich erholen. Und jetzt versuchen wir eben dieses nachbörslich hier ausgebildete Hoch rauszunehmen. Jetzt mal schauen, ob das gelingen sollte. Es hat sich aber grundsätzlich übergeordnet nichts verändert. Also in Bezug jetzt eben entsprechend auf die Vorgaben für den heutigen Tag, ausgehend von dem, was ich gestern sagte. Das Key-Level bleibt weiterhin, denke ich, der 4,350er Bereich, der gestern auch seine Signifikanz unter Beweis gestellt hat. Ein bullisches Signal, so will ich es mal formulieren, sehe ich, sobald wir einen Tagesschluss oberhalb von 4.375 Punkten eben zu sehen bekommen. Und dann haben wir, ja, dann sind wir vielleicht sogar potenziell off the races. Dann haben wir eben dieses Szenario, was ich gestern skizzierte, mit Ausblick eben auf die anstehende Earnings Season, wo wir dann eventuell eine Drift aufwärts in diese zu sehen bekommen und dann einfach abwarten müssen, ob die Berichtssaison in den USA eben in der Lage ist, dann hier zu überzeugen und dann auch diese überzeugenden Zahlen entsprechend eben dazu führen, dass diese Aufschläge bis dahin, die mit einem Schluss oberhalb von 4,375 zu erwarten wären, dass diese auch gehalten werden können. Es könnte durchaus sein, dass wir in diese eine Aufwärtsdrift sehen, wie ich gestern sagte, und dann eben in diese Earnings Releases hinein überzeugende Zahlen, aber nicht ausreichend überzeugende Zahlen hinein ein Sell the Facts zu sehen bekommen. Also ein Buy the Rumors, Sell the Facts im Grunde genommen, dann sich eben hier entsprechend herauskristallisiert. Also das ist immer noch das Szenario, so wie gestern thematisiert. Wir können hier aktuell jedenfalls sehen, die 4,270er Region, dieser Bereich, um die Tiefs auch die letzte Woche hier in der Vorbörse am 1. Oktober, am Freitag war es, ausgebildet worden sind, sind jetzt erstmal gehalten werden, konnten gestern gehalten werden diese Region 4280. Wir haben jetzt über Nacht nochmal diesen Bereich angetestet, 4280. Das ist auch das Key-Level dann auf der Unterseite. Sollten wir ähnlich nochmal schwach in den heutigen Tag starten, weil eben Big Tech unterdrückt bleibt, weil beispielsweise Facebook ein ganz substanzielles technisches Niveau unterschreitet und Abgabedruck weiter sieht beispielsweise. Dann wäre das sicherlich etwas, dem sich auch der breite Markt nicht entziehen könnte und infolgedessen dann weiterer Abgabedruck eben auf den Weg gebracht wird. Das würde korrespondieren, sehr wahrscheinlich ausgehend von der derzeitigen Schlagdistanz in Anführungsstrichen zu 15.000er Level, dass auch der DAX dann folglich unter das 15.000er Level rutschte. Aber wie gesagt,
Da müssen wir erstmal schauen, wie gesagt, wie sich heute Nachmittag die US-Märkte präsentieren. Vielleicht war das gestern auch einfach nur eine Übertreibung. Ich muss nämlich an der Stelle sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Einzeltitelbereich. Ich mache auch mal ganz kurz hier eine Webseite auf. Ich habe das mal bei Heise hier. Können wir mal den hier nehmen? Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Seltsam. Okay. Warum auch immer. Und zwar Totalausfall: Facebook, Instagram, WhatsApp sind down. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich kriege das gar nicht so sehr mit. Also ich habe zwar für meine Firma habe ich auf Facebook entsprechend eben dann habe ich ein okay. Habe ich einen Facebook-Account? Ja, ich habe auch privaten Facebook-Account, aber also ich versuche meinen Konsum von Facebook eben deutlich zu reduzieren. Also wenn, sofern ich überhaupt von Konsum die Rede sein kann. Also da guckst du mal durch und mittlerweile stelle ich halt immer mehr fest, dass immer weniger Leute irgendwie sich auf dieser Plattform zu tummeln scheinen. WhatsApp habe ich nicht, habe ich auch nie gehabt tatsächlich, deswegen ist mir das da auch nicht aufgefallen. Und habe dann gestern aber, wie gesagt, natürlich gemerkt, also es wurde dann auch in Social Media natürlich sehr, sehr breit thematisiert, dass Facebook da eben tatsächlich Schwierigkeiten hat. Dann bist du relativ zügig dabei. Ich bin gestern Abend allerdings darauf fokussiert gewesen, meine Jungs aus dem Kindergarten zu holen, Abendessen zu machen und dann anschließend bin ich zum Sport. Also insofern, da war mein Fokus auch gar nicht wirklich drauf, was da jetzt der Grund sein könnte oder sonst dergleichen. Auch mein US-Handel gestern war wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert. Ich habe mir die Markteröffnung angeschaut gehabt, hatte da noch Moderna auf dem Schirm. Da können wir gleich auch noch einen Blick drauf werfen. Die 315 zum Beispiel konnte gehalten werden. Da gab es dann einen kurzen Bounce, der sich intraday hat vielleicht kapitalisieren lassen gegen die 330er Region. Aber wie gesagt, mein Fokus war da gestern nicht besonders groß. Das, was man dann halt irgendwie so gesehen hat, so im Vorbeigehen oder was so im Rauschen mitlief, war, dass das eventuell eine chinesische Hackerattacke sein soll in irgendeiner Form. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich sich dann so an der Stelle realisiert. Ich habe dann gelesen, plötzlich haben alles und jeder hat irgendwie irgendwo Fehler gesehen. Dann hieß es auf einmal, das war dann relativ spät abends schon, dass auch Google Schwierigkeiten haben sollte, Google Mail zum Beispiel nicht verfügbar war. Hat mich allerdings auch nicht interessiert, weil abends um 10 ist dann auch irgendwann mal Ende im Gelände und dann geht es einfach, man schaltet mal einfach den Rechner mal raus, aus. Aber also zurückkommen zu Facebook, auch das Gefühl, was ich habe, also vielleicht kann das jemand ja auch bestätigen an der Stelle. Facebook ist im Grunde genommen so ein bisschen gefühlt eine Art Dying Business. Also das Geschäftsmodell, das ist nicht mehr wirklich vielversprechend. Das hatte mal einen gewissen Charme. Also damals, also ich würde mal sagen, so rund vor 10 Jahren, 2012 ist ja Facebook dann an die Börse gegangen, einer der riesengrößten und meist gehyptesten Börsengänge überhaupt, der ja dann so kläglich gescheitert ist, eben durch die diversen Schwierigkeiten damals an der Nasdaq und infolge derer heute sich übrigens dann Börsengänge, besonders größere Börsengänge, zeitlich extrem verzögern, weil alles doppelt und dreifach gecheckt wird übrigens. Aber also zurückkommen zur Story von Facebook, das hatte einen gewissen Charme. Man war mit Freunden aus der Schulzeit oder aus seiner Ausbildung, Studium und dergleichen, war man einfach vernetzt. Man konnte Ideen teilen, man konnte sein Leben teilen, Bilder teilen und dergleichen. Aber das hat sich mit der Zeit kontinuierlich immer weiter reduziert. Auch besonders junge Menschen haben sich ja dann früher oder später schon recht zügig von Facebook abgewandt. Der Hauptgrund, der dann immer genannt wurde, war, dass es damit zu tun hatte, dass ja besonders dann auch die Eltern zum Beispiel auf Facebook plötzlich aktiv wurden, weil das dann im Grunde genommen auch denen die Möglichkeit gegeben hat, sich auszutauschen. Ich glaube allerdings, also zumindest das war meine Erfahrung, die Leute, die Facebook den Rücken gekehrt haben, schon damals, schon vor vielen Jahren, haben das vor allem aus der Datenschutzperspektive getan. Die haben gesagt, was die alles an Daten abgreifen, das ist ehrlich gesprochen nicht wirklich koscher. Also das war der Sprech in dieser Hinsicht. Und das hat sich mittlerweile ja auch dahingehend dann weiter herauskristallisiert. Das gilt auch besonders hier beispielsweise für WhatsApp. Also ich nutze den Service nicht. Deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Aber ich glaube, die immer kontinuierlich, also Facebook hat ja WhatsApp dann früher oder später mal gekauft. Und es gibt kontinuierlich sich anpassende Datenschutzrichtlinien beispielsweise. Es ist immer wieder ein neues Update erforderlich und wenn du dieses nicht consents, also nicht dich dem Einverstanden erklärst, kannst du WhatsApp nicht mehr nutzen. Ich empfehle jetzt beispielsweise bei Facebook, ich habe jetzt noch einen finalen Grund, neben dem Umstand, dass da jetzt noch meine Firmenwebseite auf Facebook ist. Ich nutze den Messenger, also ne, um mit den Leuten dann statt WhatsApp zu kommunizieren. Aber auch der beispielsweise vor dem Hintergrund dessen, was man über diese Datenkrake Facebook
Facebook-WhatsApp als weiß oder ahnt. Und auch vor dem Hintergrund all dessen, was dort jetzt mittlerweile auch politisch läuft und dergleichen, die diversen Leaks, die da stattfinden und so weiter. Also du hast einfach kein gutes Gefühl mehr, bei Facebook zu sein. Und das ist das, was ich mit Dying Business meine. Also das ist so ein sterbendes Geschäftsmodell im Großen und Ganzen. Und aus dieser Perspektive habe ich das Gefühl, es wird immer weniger. Und das merkst du auch, wie gesagt, wenn ich mich dann mal einlogge bei Facebook, es ist halt immer, du bist irgendwie Fan von irgendwie in einer Webseite und dann hast du da irgendwie den Star XYZ zum Beispiel, hier Dwayne Johnson oder so, der da irgendwie seine Instagram-Story teilt und dann schreibt er dir irgendwas über, ich war am Wochenende fischen, ja, wo du denkst, wie interessant, nutzt das im Grunde genommen als Werbeplattform, um irgendwie seine neue Tequila-Line da irgendwie zu promoten oder sonst dergleichen oder seinen neuen Energy-Drink, was du auch merkst, was du auch spürst, aber so, dass das noch der Austausch miteinander ist. Also jetzt, wo man sich einfach mal sagt, hey, cool, dass wir uns mal hier e-meeten, also übers Internet wieder treffen, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Und das ist eben etwas, wo ich dann sage, naja, eigentlich habe ich gar keinen Grund mehr, Facebook zu haben, und ich habe das Gefühl, dass eben das auch dahingehend viele Vorteile hätte. Es würde erstens, auch wenn es nur wenig ist, aber noch weniger meiner Zeit in Anspruch nehmen, Stichwort Social Media Konsum, plus ergänzend dazu, datentechnisch, wenn ich da so ein bisschen reservierter einfach auftreten möchte, und nicht von allen Seiten mit irgendwelchen Ads vollgeballert werden, von wegen, das musst du dir mal angucken und das ist ein potenzieller Kauf für dich und das ist, entspricht deinem Konsum oder Surfverhalten oder sonst dergleichen, weil überall Cookies gesetzt werden und ein ganzer Kram, dann komme ich zu dem Schluss, dass ehrlich gesagt, wie gesagt, diese Dying-Business-Überlegung, und dann skizziere ich ein insgesamt eigentlich nicht mehr allzu positives Bild, längerfristig für Facebook. Und, Verzeihung, ich muss mal hier raufgehen, dann skizziere ich eigentlich kein allzu positives Bild für Facebook. Eventuell, wie gesagt, ist das nur meine persönliche Einschätzung. Infolge auf jeden Fall dieser Entwicklung von gestern hat es eben hier einen scharfen Abwärtsimpuls gegeben. Und Facebook hat eben einen Gap-Down eröffnet unter einem Crucial Support Level, hier bei 3,38 ungefähr, und ist dann von dort eben auch weiter verkauft worden. Also das heißt, diese Schwierigkeiten, die begehen wie jetzt eben tatsächlich, scheinen die immer noch vorzuhalten. Also ich habe zumindest jetzt gerade hier bei meiner Streaming-Plattform, über die ich auch bei Facebook zum Beispiel streamen könnte, was ich nicht tue, aber ich könnte es, habe ich eine Meldung bekommen, dass da immer noch Schwierigkeiten wohl auftreten. Und demnach war dann hier folgerichtig, möchte man fast sagen, dass eben die Aktie fortwährend Abgabedruck gesehen hat. Eben dann in dem Fall nicht nur sich unterhalb dieses Widerstandsniveaus eben entsprechend hat stabilisieren können, sondern dass wir dann auch für den heutigen Tag entsprechend eben wichtiges Support-Level hier um 3,22 ungefähr finden dürfen. Und das ist deswegen wichtig, weil, wenn wir das Bild mal übergeordnet betrachten und die Covid-Übertreibungstiefs und dann hier diese, nennen wir sie mal, Konsolidierungstiefs, bis es dann den Breakout gab, das war im März, April diesen Jahres, nachdem wir aus dieser Konsolidierungszone, die sich hier nahezu über ein halbes Jahr dargestellt hat und wo dann, das war glaube ich auch ein Quartalsbericht, ja, das kommt gut hin, das war hier Q1-Zahlen, die haben ziemlich überzeugen können. Ein scharfes Gap auf neue Allzeithochs gesehen, Follow-Through blieb aus, wir sind dann reingekommen, aber haben diese Hochs halten können, also das war ungefähr rund gesprochen die 300er-Region und von dort gab es dann den nächsten Push auf der Oberseite und jetzt sehen wir eben ein kontinuierliches Austoppen und eine sehr, sehr tiefe Korrekturbewegung, die hier eingeleitet worden ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. So. Und nun können wir erkennen an der Stelle, dass wir begonnen haben, eine Sequenz fallender Hochs auszubilden und dass das, wie gesagt, ein Schlüsselbereich ist. Das ist die langfristig übergeordnete Aufwärtstrendlinie und sollte die gebrochen werden, dann sind hier nochmal in Anführungsstrichen ein paar Meter auf der Unterseite am Potenzial, beziehungsweise es stellt sich auch mehr und mehr die Frage, ob diese Bewertungsniveaus, die Facebook jetzt hier mittlerweile sieht, wenn wir mal ganz kurz vielleicht auch auf FinWiz gehen, so. Facebook, so, wo wir hier eine Marktkapitalisierung von fast einer Billion US-Dollar haben, ob die vor diesem Hintergrund dieses, meiner Einschätzung nach, Buying Business Problem, Dying Business Problem, so, Dying Business Problem, ob diese Marktkapitalisierung eben hier wirklich noch gerechtfertigt ist. Es kommen noch andere Probleme, die Facebook hat, ehrlich gesagt. Und zwar war ja auch, oder ist seit langer Zeit ja auch ein Thema, diese Hate Speech Geschichte. Das hatte ich wohl mitbekommen, ich habe dieses Interview mir aber nicht angeschaut. Da gab es wohl eine ehemalige, ich glaube, das war eine relativ hochrangige Mitarbeiterin, die aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, aus Facebook, aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und die eben sagte, dass da
Profit over Ethics ging. Also Ethics in dem Zusammenhang ganz besonders im Hinblick eben auf Hate Speech. Und das war auch ein Problem. Es gab im letzten Jahr, war es glaube ich, da gab es diverse Unternehmen, die ihre Advertisement Deals deutlich reduziert haben mit Facebook. Also das heißt, alles, was die an Werbung dort geschaltet haben. Einfach deswegen, weil die gesagt haben, so wie hier im Hinblick eben auf Hassrede und auf Diskriminierung und dergleichen nicht geachtet wird, beziehungsweise nichts dagegen unternommen wird oder man sich außerstande sieht, dagegen etwas zu unternehmen. Mit so etwas wollen wir nichts zu tun haben, beziehungsweise wir wollen nicht, dass irgendwelche, was auch immer, was für extremistisch geartete Äußerungen hier gemacht werden und unser Werbebanner daneben eben tatsächlich auftaucht. Das ist schlecht für unser Geschäft. Und aus dieser Perspektive, das hat sich jetzt noch nicht so dramatisch auf die letzten jüngsten Quartalsberichte eben ausgewirkt, aber du stellst dir schon die Frage, ob das nicht früher oder später wieder ein Thema werden könnte. Auch, wie gesagt, weil eben dann auch mehr und mehr Leute, das ist ja dann so eine sich kontinuierlich beschleunigende Spirale, dass immer mehr Leute sich abwenden, dann brauche ich auch nicht mehr hochpreisige Advertisement-Deals eben tatsächlich auf Facebook irgendwie zu buchen. Also nicht, dass Facebook jetzt irgendwie plötzlich klein wäre. Die haben immer noch eine unglaubliche Anzahl aktiver Nutzer, soweit ich das weiß. Wie gesagt, die letzten Quartalsberichte habe ich jetzt nicht im Kopf, wie die aussah, aber das war immer noch eine Milliarde roundabout. Also das sind immer noch ausreichend viele. Aber nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob das eben vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und der sich kontinuierlich beschleunigenden Skepsis gegenüber Facebook, ob dann eben das eine Marktkapitalisierung an der Stelle von fast 1 Billion hier rechtfertigt, auch vor dem Hintergrund eines Einkommens eben von 40 Milliarden ungefähr. Also Fakt ist auf jeden Fall, das ist jetzt nur der langfristige Prospekt. Uns muss klar sein, die Aktie ist aktuell heiß. Das können wir daran erkennen, dass das gestern gehandelte Volumen 42 Millionen Aktien, fast 43 Millionen Aktien betragen hat, bei einem durchschnittlichen Volumen von 14,5 Millionen. Das ist also mehr als das Dreifache gewesen, was im Schnitt umgeht gestern. Wir sind infolgedessen auf ein technisch relevantes Level gelaufen. Und was eben jetzt die Frage der Fragen ist in dieser Konstellation ist, kann diese Aufwärtstrendlinie gehalten werden? Der aggressive Käufer, vor dem Hintergrund dieses auch echt bärischen Bildes, was ich eigentlich skizziere, vielleicht auch der grundsätzlichen Skepsis vor dem Hintergrund, dass was passiert ist, übrigens darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, mal kurz hier, einen Augenblick, hier hatte ich Heise aufgemacht gehabt, es war kein chinesischer Hack, keine Hack-Attack oder sonst dergleichen, sondern es ist wohl irgendwie ein stand hier, ein DNS-Fehler oder sowas? Fehlerhafter DNS-Eintrag. Ich bin kein Programmierer, was auch immer das sein mag. Aber ich kann mir jetzt gerade vorstellen, du hast da Millionen an Zeilen von Code an der Stelle und dann kannst du jetzt innerhalb dieses Zahlen- und Buchstaben-Wirrwarrs und dieser diversen Code, dieses Code-Salats in Anführungsstrichen, musst du da jetzt entsprechend diesen fehlerhaften Eintrag eben finden und das debuggen. Wie auch immer, also Fakt ist auf jeden Fall, es scheint einfach eine technische Schwierigkeit zu sein. Also das heißt, sämtliche Verschwörungstheorien in dem Bereich sind jetzt erstmal zunächst einmal ad acta gelegt. Vielleicht will man auch das ganz bewusst irgendwie klein halten, was auch immer der Grund sein mag. Fakt ist auf jeden Fall, die Abschläge gestern gehen sicherlich ganz wesentlich mit eben entsprechend diesem Down Day, in Anführungsstrichen. Also Down Day nicht im Sinne von Aktie down, sondern Down Day im Sinne von Services sind nicht verfügbar, eben entsprechend einher. Und also, das interessiert uns allerdings erstmal nur sekundär. Was uns hauptsächlich interessiert an der Stelle ist, ob die gestrigen Tiefs verteidigt werden können. Wenn die nicht verteidigt werden können, weil sich weiter auch an der Stelle Inflationsdruck aufbaut, infolgedessen 10-jährige US-Zinsen steigen, beziehungsweise eben der T-Note sich erneut eben in Richtung seiner Tiefs hier orientiert, in Richtung der 131er-Region nochmal abkippt, dann in Richtung auch der Jahrestiefs eben entsprechend sich verabschiedet, dann wäre das natürlich etwas, was auf den Tech-Bereich negativ durchschlägt, Inflationserwartungen, die entsprechend anziehen. Und das könnte dann natürlich logischerweise auch zur Folge haben, dass infolgedessen sich solch eine Abwärtsbewegung und der grundsätzlich bärische Bias noch einmal beschleunigt, vielleicht dann in Facebook ganz besonders infolge des Umstandes, dass wir einfach mal einen dann relativ schwachen Titel durch die gestrigen Vorgaben eben tatsächlich haben. Ganz kurz, Global Makro, Inflation, Zins und dergleichen, heute 16 Uhr, ISM, Non-Manufacturing, zum nicht verarbeitenden Gewerbezahlen, die veröffentlicht werden. Morgen allerdings wahrscheinlich eher das interessantere Event, nämlich die ADP-Zahlen. Ausgehend nämlich von der Signifikanz des Arbeitsmarkts im Hinblick auf den anstehenden Taper dann seitens der Fed und der Kommunikation, die da stattgefunden hat. Also wir sollten es nicht überbewerten, aber im Hinterkopf behalten, dass eben dieser Datensatz heute Nachmittag um 16 Uhr veröffentlicht wird und eventuell dann nochmal einen Spike in Zinsen zur Folge haben könnte, der dann folglich eben auch im Equity-Bereich sich negativ vielleicht widerspiegelt. Der Kehrseite nochmal, wenn es hier gelingt, in dem Fall im S&P
Das Level, das zum Thema zu machen, ist die 4300er, beziehungsweise ein Stück weit tiefer 4280, allerspätestens 4270, wenn diese Level gehalten werden können. Und sollte die 4350 erobert und gehalten werden können, vielleicht sogar einen Tagesschluss oberhalb von 4375 auf den Weg gebracht werden können, dann wäre das ein Signal, welches eben bedeuten würde, das war nur ein kleiner, wenn überhaupt, wenn man es überhaupt als Sturm bezeichnen kann, kleiner Sturm im Wasserglas. Und dann sind wir off the races. Dann könnte Facebook wieder auf der Kehrseite, trotz eben hier meines nicht so positiven Bildes, was ich da für die Aktie oder generell das Geschäftsmodell als solches skizziere, eher vielleicht sogar ein Buy gegen diese Region sein, weil genau in solch einem Umfeld, wo du dich halt dann zweifelhaft zeigst, sind eben solch interessante technische Vorgaben hier, das Halten einer übergeordneten Aufwärtstrendlinie. Kurz noch einen Blick, wo haben wir denn jetzt? Was haben wir gerade noch gehabt? Da. Wäre das eventuell sogar ein interessanter Bereich, auch mit einem klaren Level, gegen das du riskierst. Also, weil wenn wir jetzt hier aufdrehen und wenn es gelingt, dann oberhalb des WeWorks sich zu stabilisieren, wenn es gelingt, uns sich hier oberhalb von 3,27 zu halten an dieser Stelle, dann wären mit Stop gegen die 3,22 kleines Risiko mit vielleicht Potenzial Gap Close, wenn sich das als nicht so signifikant herausstellt, also beziehungsweise als behebbares Problem herauskristallisiert an dieser Stelle. Dann wäre das sogar aus der Perspektive schon ein interessanter Trade. Eventuell sind wir dann sogar auch gut, noch einen höheren Bounce zu sehen zu bekommen, der uns zügig wieder in Richtung der 350er-Region fortführen oder zurückführen würde. Aber nichtsdestotrotz, das setzt eben voraus, dass Facebook hier an der Stelle, beziehungsweise nicht Facebook, sondern der breite Markt sich eben entsprechend solide performt, präsentiert. So, ja, das nunmehr zum DAX. Zum Nasdaq hatten wir jetzt noch nichts drauf geworfen, aber da können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. So, hier wird es jetzt auch ein bisschen brisant. Ich passe das mal ganz kurz an, aber da sind wir in dem Bereich der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung gelaufen. Also Nasdaq infolge der anziehenden Zinsen erwartbar unter Druck. Und das, was wir jetzt hier natürlich uns als Frage stellen, ist, können wir diesen Bereich verteidigen? Sollte es zu einem Break kommen, also das heißt, in dem Fall sind es die gestrigen Tiefs, das ist so die 14.400er Region, sollten wir vielleicht gegen 15, 14.570, 14.6 einen Überrollen zu sehen bekommen nochmal. Dann könnte das eben einen Break nach sich ziehen, der uns in Richtung dieser Hochs hier führt. Das ist dann die Region 200-Tage-Linie. Finde ich allerdings dann auch Chance-Risiko-Verhältnistechnisch schon wieder attraktiv. Das wäre dann ein Bereich rund um 14.000 Punkte, der hier ganz interessant sein könnte. In solch einem Szenario siehst du zunächst den Flush in dem Fall. Im Nasdaq eben hier, was dann, wie gesagt, auch dann vielleicht sogar ganz besonders einen relativ schwachen Titel, wie beispielsweise Facebook unter Druck bringt und dann vielleicht diesen Break kurz unter die 3,22 nach sich zieht. Allerdings, wo wir dann nochmals CFD-technisch vielleicht sogar einen interessanten Long-Einstieg finden, sofern wir uns oberhalb von $300 eben tatsächlich präsentieren können. Ich muss allerdings gestehen, und da kommt dann auch so ein bisschen der übergeordnete fundamentale Aspekt zum Tragen. Wenn ich das jetzt ein bisschen längerfristig plane zu halten, dann muss ich sagen, gefällt mir Facebook oder beziehungsweise dieses Geschäftsmodell, was ich da gerade nicht so günstig skizziert habe, gefällt mir die Aktie nicht ganz so. Da muss ich sagen, da gefällt mir beispielsweise besonders nach dem jüngsten Ausverkauf und gestrigen Flash auch auf der Unterseite in Richtung der 300er Region Moderna ein bisschen besser. Habe ich die Aktie gar nicht offen hier? Moment. So. Einen Moment, ich logge mich nochmal ganz kurz ein. Das ist jetzt ein bisschen hakelig gewesen. Also, da hat gestern, wie gesagt, zunächst einmal zur Markteröffnung einen kurzen Flash gegeben und dann sind wir allerdings relativ zügig wieder zurückgekauft worden. Also hier hatten wir diese Trendlinie. Das hatten wir gestern zum Thema gemacht. Erinnert euch dran, ich hatte gesagt, wenn wir hier die 3,30 halten können, dann wäre das ein grundsätzlich bullisches Umfeld mit Ziel, dass wir die 3,50 rausnehmen, oberhalb schließen und dann eben nochmal hinzunehmen. Problem war nur, wir haben schon unterhalb der 3,30 eröffnet. Dann sahen wir eben zur Eröffnung hier kurz einen Flash, fast bis in den Gefilde, bis um 300 ungefähr. Und dann allerdings ein Bounce, der stattgefunden hat, in Richtung der 330er Region. Das war ganz interessant, weil das sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich mache das aber mal auf Minutenbasis. Kann man das ein bisschen besser erkennen. Und zwar hat man hier erkennen können, dass wir da den Bereich um 3,15 haben ungefähr halten können. Ich hatte das gestern in der Discord-Community geschrieben, dass das für mich ein signifikanter Bereich eben tatsächlich ist. Hier fällt das nicht so gut auf. Aber wenn du dir den realen Chart, also realen Chart, das reale Volumen anguckst hier, dann wird das schon ein bisschen deutlicher. Das ist hier.
der Bereich gewesen. Da kann man erkennen, dass er ein bisschen deutlicher auf den Rewop hier setzt und den hat deutlicher verteidigen können, auch gegen diesen Bereich. Also du hast in diesen Gefilden, auch wenn du das Tape beobachtet hast, an der Stelle, und ich hatte das zu der Zeitpunkt, hatte ich das eben entsprechend offen, hattest du eine relativ saubere Möglichkeit, eigentlich dich hier mit kleinem Risiko zu positionieren. Du bist long gegen die 3,15, 3,16, vielleicht 3,17, es hängt so ein bisschen ab, wo du den Fill bekommst, hast deinen Stop allerspätestens hier auf der 3,13 eigentlich stehen. Also du kommst mit verhältnismäßig kleinem Risiko eigentlich in eine recht volatile Aktie rein, also nur recht volatil, um das zu verstehen. Wir haben hier eine Aktie, die hat eine ATR von über 20 Dollar. Also das heißt, die Schwankungsbreite, moderner, die Schwankungsbreite in der Aktie, die ist für die letzten 22 Handelstage im Schnitt 26 Dollar gewesen, also rauf und runter, die gesamte Handelsspanne. Also das ist ein ziemlich volatiler ziemlich volatiler Titel an der Stelle. Und gehen wir nochmal kurz auf den Chart hier. Und so, also an dieser Stelle, wie gesagt, sehen wir eben das Halten. Du kommst mit einem kleinen Risiko rein und du siehst dann recht zügig sofort den Push in Richtung, in dem Fall auf neue Intraday-Hochs. Siehst hier ein erstes Scheitern in dem Bereich. Also mal angenommen, du wirst wahrscheinlich jetzt hier an der Stelle, weiß ich nicht, wie viele Aktien kauft man? 50. Ja, ungefähr vielleicht. Kaufst 50 Aktien in dem Bereich. Mit kleinem Risiko hast du 2, 3 Dollar Risiko, irgendwas zwischen 100, 150 Dollar Risk an der Stelle. Nimmst an der Stelle hier wahrscheinlich ein Drittel raus, vielleicht ein bisschen weniger, 15 Aktien in dem Bereich. Also hast den Push von hier 8 Dollar ungefähr. Siehst dann den Pull-in. Allerdings können wir die 3,20 nahezu halten, was ein sehr starkes Signal ist, meiner Einschätzung nach. Und dann siehst du eben den Schub relativ zügig. Also wenn du den Trade hier um 15,47 ist es ungefähr eingehst, der ist eine halbe, dreiviertel Stunde später, ist der quasi eigentlich auch schon wieder durch. Dann an der Stelle. Also wir sind hier hauptsächlich auf das Eröffnungszeitfenster, sind wir unterwegs. Wir haben nicht vor, den Trade jetzt hier irgendwie, also zumindest die Gesamtposition. Natürlich, wenn sich der Markt entsprechend anders darstellt, 3,30 erobert wird und dergleichen, hast du natürlich das Übergeordnete, die Einschätzung. Aber in der Stelle bezog sich das wirklich auf das Trading rein der Eröffnung an der Stelle jetzt zunächst einmal, besonders nachdem wir eben das nicht schaffen, über die 3,30 zu laufen. Das konnte man in der Kerze auch sehen. Spiken wir kurz mal über das 3,30er Level, werden dann allerdings rejected und dann rollen wir hier über. Das ist eigentlich ein Signal, dass wir tendenziell jetzt erstmal davon ausgehen sollten, dass nach oben dieses Gegenbewegungspotenzial erschöpft zu sein scheint. Also hast du hier 15 Aktien, die du noch rausnimmst, Pull-in, dann siehst du den Flush oder Push auf die Hochs in dem Fall, bist im Bereich wahrscheinlich um 3,30 mit der nächsten Tranche dabei. Bei 50 Aktien würde ich jetzt mal sagen, 25 Aktien nimmst du in den Bereich und hältst den Rest, also sind noch 10 Aktien dann von den ursprünglichen 50 über, hältst du eben entsprechend. Würdest allerdings hier dann sehen wollen, dass wir auch ganz zügig über die 30 laufen. Also die 10 Aktien stehen zunächst in dem Bereich hier mit dem Stop. Und dann rollst du eben hier über und dann hast du in dem Bereich eigentlich ein Signal, wo du sagst, okay, dann sind wir wahrscheinlich gegen 3,26 aus dem Trade zunächst raus und dann schauen wir mal, ob jetzt ein Pull-in gegen Rewop stattfindet, findet statt, ob wir uns nochmal neue Long positionieren. Aber der erste Trade hier rund um die Eröffnung in der ersten anderthalben Stunde, anderthalb Stunde, der ist dann an der Stelle eigentlich schon tatsächlich durch, nachdem wir hier die Rejection gegen die 3,30 sehen. Aber was eben, und deswegen mache ich zum Thema, was hier eben interessant ist, ist einfach, das ist eine sehr, sehr attraktive Aktie, auch ausgehend von der Schwankungsbreite. Ist also ein aktuell sehr, sehr heißer Titel, auch gestern sehr, sehr heiß eigentlich gewesen, ohne wirklich Big News in irgendeiner Form. Sind zwar nur 20, 23 Millionen Stück umgegangen, aber es war mehr als das durchschnittlich gehandelte Volumen und ist auch weiterhin potenziell ein Titel, der eben im Mittelpunkt unseres Geschehens liegt und wo wir ein klares Level haben, nämlich die 3,30. Wenn es gelingt, die 3,30 zurückzuerobern, sich oberhalb zu stabilisieren, mal gucken, wo wir da heute reinkommen. Also, wir sehen schon hier, Versuch ist jetzt in der Vorbörse schon erkennbar. Das ist zwar ganz dünn, also das interessiert aktuell gar nicht, was hier passiert, aber nichtsdestotrotz, wenn wir es schaffen, über 3,30, 3,32, dann vielleicht hier, das ist die Region so gestrige Tageshochs, uns zu halten, oberhalb von ReWAP, dann haben wir erstmal ein grundsätzlich bullisches Umfeld. Ziel auf der Oberseite dann die 3,50. Das ist jetzt die 3,40. Die 3,50 ist da oben. Das ist der Bereich des Gegenbewegungshochs von Freitag. Und wenn wir darüber schließen, dann haben wir sogar noch Potenzial bis 3,75, 3,80. Also das ist durchaus ein Titel, der auch ausgehend von seinem gesamtfundamentalen Bild einfach weiterhin attraktiv ist. Wesentlich attraktiver als beispielsweise eine Facebook für ein Long Play, sofern wir das eben tatsächlich überhaupt in Betracht ziehen. So, ja, das also zu den Einzeltiteln. Blicken wir noch ganz kurz einmal hier auf Gold an der Stelle. Hat sich jetzt nichts groß verändert. Wir können erkennen, dass wir hier weiter halt uns oberhalb von 1750 US-Dollar pro Fein uns erhalten können. Allerdings seitwärts
treibend. Gestern gab es, wie gesagt, ein kurz bullisches Momentum, was uns Richtung 77 geführt hat. Dass da kein weiteres bullisches Momentum aufgenommen ist, sehe ich derzeit noch nicht als, Moment mal übrigens, ich mache mal hier wieder eine 5-Minuten-Darstellung, so ein bisschen, so. Dass wir da an der Stelle haben erstmal zunächst jetzt kein Break höher zu sehen bekommen, ist noch kein Beinbruch. Mal schauen, eine nächste Attacke, wie gesagt, möglicherweise ISM Non-Manufacturing heute um 16 Uhr, vielleicht mit einem Impuls. Fokus bleibt auf jeden Fall ganz klar auf dem US-Dollar, auf dem Zinsmarkt an der Stelle. Sollten wir hier einen kleinen Rollover zu sehen bekommen und entsprechend eben sich... okay. Werde ich noch übertragen? Ich hoffe doch. Ja, okay, da ist nur das hinter, es ist nur gerade hier das Bild eingefroren. Okay, alles bestens. Da ist nur das Bild eingefroren hier in der Software. Ich dachte jetzt gerade, ist mir der Stream abgeraucht, aber. So, alles gut. Okay, sehr schön. Sehr gut. Also alles noch bestens. Man kann mich nur sehen, man kann mich nur hören. Also, wie gesagt, das ist jetzt das Key-Level auf der Oberseite. Wenn wir eben die 70 rausnehmen, infolge beispielsweise enttäuschender Zahlen zum ISM, wie gesagt, morgen dann mit dem ADP, beziehungsweise am Freitag mit den Non-Farm Payrolls, dann haben wir potenziell einen Treiber, der nochmal bullisches Momentum initiieren könnte. Ich finde das aktuell eine solide Vorstellung, die Gold uns hier präsentiert, auch wenn diese gestrigen Aufschläge zunächst haben nicht gehalten werden können. Aber alles in allem scheint das Sentiment doch in Richtung eher positiv zu switchen. Das gilt vielleicht auch nochmal besonders, vielleicht ein bisschen besonderer sogar noch, hier für Silber an der Stelle. Ich finde, ehrlich gesagt, das kontinuierliche Stabilisieren oberhalb, deutlich oberhalb von 22 an der Stelle, das ist ein grundsätzlich sehr positives Signal und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich da eher früher als später eben nochmal ein Leg-up anschließt, welches uns dann in Richtung der 23 und auch tatsächlich höher befördern könnte. Euro-US-Dollar weiter um 1,16. Das ist unspektakulär. Interessanter das, was uns Bitcoin präsentiert vielleicht. Kurz gucken, da habe ich Bitcoin. Da sind wir auf dem Weg in Richtung, wie erwartet, 50.000. Also wir sind knapp aktuell drunter, sind heute früh schon auf diesem Level gehandelt worden. Nein, noch nicht. Aber ich hatte gestern ja ein bullisches Bild skizziert gehabt. Erstmal ganz kurz hier nochmal, das war hier, ne? 4. Oktober. Ja, hier so in diesem Bereich. Genau, das war hier diese Gefilde, glaube ich, da hatten wir es zum Thema gemacht. Also da gab es gestern noch mal ein bisschen stärkere Volatilität, obwohl, naja, stärkere Volatilität, gut, 2.000 Dollar. Ja, okay, kann man von sprechen. Aber als wir hier die Hochs gestern rausnehmen, das war dann in den Abend hinein und halten können, das war 48,3, war das auch nochmal ein klar bullisches Signal. Und ja, wir schreiben diese Sequenz eben weiter aufwärts fort. Ziel, wie gestern schon gesagt, für dieses eher bullische Bild, was ich da skizziert habe, meiner Einschätzung nach oberhalb von 50.000, Bereich 52, 52,5 eben auf der Oberseite. Okay, der Cyberpolygon. Okay, wer ist denn der Cyberpolygon? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Cyberpolygon. Cyber-Polygon-Event. Ja. Okay. Also irgendwas mit World Economic Forum. Okay. Ein Sonderprojekt. Eine globale Cyberattacke simulieren und damit die Welt auf ein solches Ereignis vorbereiten. Okay. Okay. Ja. Müsste ich mich jetzt erstmal einlesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Cyberpolygon hier an dieser Stelle überhaupt sagen darf. Ja, weil man muss ja aufpassen, nicht, dass man jetzt irgendwie von YouTube dann irgendwie zensiert oder gesperrt wird oder dergleichen, wenn man irgendwas Falsches sagt. Ich bin schon immer ein bisschen irritierend an der Stelle. Na, ich weiß nicht, nee, ich glaube, so würde ich das nicht sehen. Stichwort Verschwörungstheorie. Also das sind ja nachvollziehbare Quellen, die da angesteuert werden. Also wenn hier zum Beispiel von Cyberpolygon gesprochen wird und das würde jetzt in irgendeiner Facebook-Community oder so zum Thema gemacht werden, dann würde ich sagen, ja, ich sehe deinen Punkt.
Aber wenn das auf der Webseite des World Economic Forum hier zum Thema gemacht wird, dann wird es schwer, das als Verschwörungstheorie abzukanzeln. Ich glaube auch an der Stelle eben, dass beispielsweise diese World Reset-Geschichte und dergleichen, die wir gerade durchlaufen, dass das ja auch ebenfalls gerne als Verschwörungstheorie irgendwie abgekanzelt wird. Aber naja, inwiefern das eine Verschwörungstheorie ist, ich weiß nicht. Also wenn ich darüber sogar Informationen finde und darüber auch offen gesprochen wird in den jeweiligen Sphären von den jeweiligen Personen, ich weiß nicht, ob das dann noch als Verschwörungstheorie gilt an der Stelle. Aber jetzt, also was auch immer der Grund war, wie gesagt, wahrscheinlich war es einfach nur ein DNS, was auch immer, wie das auf der Webseite, was auch immer das heißen mag. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was gestern mal gezeigt hat, dass den einen oder anderen dann doch vielleicht ein bisschen langweiliger wurde, weil er Facebook nicht mehr so ansteuern konnte. Das war zumindest etwas, das hatte, glaube ich, auch Herr Snowden, glaube ich, dann in seinem Twitter-Feed eben tatsächlich zum Thema gemacht. Also da zwei, drei interessante Gedanken eben auch noch zu einer anderen, zu ein paar anderen Überlegungen seinerseits eben tatsächlich formuliert gehabt. Wie auch immer. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting, 10:30 Uhr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Wir wünschen Märkte, die wir gerne betrachten wollen, die betrachtet werden sollten, wo wir uns gerne zu austauschen wollen. Dann lasst mich das gerne wissen. Entweder in der Chatbox, wie gesagt, unterhalb des Videos. Gerne bei mir auf der Webseite im Forum, über Twitter, per Mail. Alle Möglichkeiten stehen da entsprechend offen der Kommunikation. Und ja, soweit meinerseits. Also Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören wieder voneinander morgen, Mittwoch, 6.10., 10:30 Uhr, gemeinsam hier mit Markets. Bis dahin, macht's gut und tschüss.